Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pacific Drive. Ja, das letzte Mal haben wir ja unser Auto ein wenig einen anderen Look verpasst. Und jetzt sind wir, denke ich mal, mehr als gut ausgestattet, hoffe ich mal, um die Reise nach Cirium erneut anzutreten, um mal ein bisschen mehr in der Story voranzukommen. Bevor wir gleich losfahren, werden wir auf jeden Fall nochmal gucken. Schau beim hilfreichen Müllcontainer vorbei. Das ist jetzt unsere einzige Aufgabe. Heißt, unser Auto ist ja soweit noch top. Das hat man ja extra so gemacht. Oh. Lass mal. Das ist schon mal ganz gut. Oh, das war die falsche Taste. So, mal ein bisschen Ordnung machen hier. Die primitive Tür, die könnten wir doch eigentlich. Oh, vier Plasma. Ach so. Können wir ja jetzt eigentlich mal. Okay, hat uns nichts gebracht. Warum? Ach so. Ich verstehe. Gut. So. Jetzt aber. Weil die Konserven können wir noch mitnehmen. Es ist dunkel draußen. Wie viele Konserven haben wir hier dabei? Naja, mal. Na gut, wir lassen uns auch noch mal am besten ein paar im Inventar. Eine Brechstange haben wir. Davon haben wir noch eine komplett neue dabei. Einen weiteren Verschrotter haben wir auch. Okay. Das Plasma würde ich doch, glaube ich, doch mal sicherheitshalber einpacken. So wie aber. Oh, wobei, komm. Das können wir immer noch holen. Aber das Plasma können wir auf jeden Fall einpacken. So, dann würde ich nochmal schlagen, dass wir jetzt loslegen. Da müssen wir hin, hier ist da ist auf jeden Fall irgendwie extreme Bedingungen. Ja, das verspricht lustig zu werden. Aber gut, wir sind ja einigermaßen gut ausgestattet, wie wir wissen. Den können wir. Den haben wir jetzt auf der 2, was haben wir denn? Achso, wir haben keinen Verschrotter auf der 3 mehr. Schrotter können wir hier auf die. Machen wir das mal so. Packen wir den auf der 1. Den brauchen wir eh am meisten zurzeit. Na denn. Auf. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt besser klappt. Denn wir wollen ja auch immer mal Stück für Stück ein wenig mehr in der Story vorankommen. Und wir mussten ja jetzt auch erstmal ein bisschen Rückstand, den wir durch die letzten Male, wo wir immer wieder, ich sag mal, dem Portalsturm unterlegen sind, mussten wir auch wieder ein wenig Herr werden. Also mir jetzt los. Oh. Ich habe ein paar Grafikfehler. Moment, da will ich doch mal was prüfen. Warum auch immer hier eine. Einfach nur. Eine völlig falsche Auflösung ist. Ultrasichtweite. Ich habe immer noch. Ich weiß jetzt nicht, weil das ist jetzt ein Problem. Wir gehen mal zurück zum Menü. Starte jetzt so nochmal neu. Wenn nicht, muss ich das Spiel gleich nochmal neu starten. Das wäre natürlich auch wieder lustig.
Ich weiß jetzt nicht, aber es sieht eigentlich danach aus, als wäre das jetzt das gewesen, ne? Okay. Weiß nicht, wollen wir ein paar Materialien mitnehmen? Könnten wir eigentlich. Aber irgendwie läuft das Spiel jetzt auch nicht ganz flüssig. Gehen wir doch noch mal. Nehmen wir einfach mal die. Die Auflösung. Jetzt habe ich keinen Ingame-Sound. Also, ah, jetzt wieder, okay. Irgendwie ist heute nicht ganz so gut behaftet. Warum das jetzt ruckelt, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Ah. Ist auf jeden Fall schon wieder von gutem Erfolg gekrönt. Jetzt mal ehrlich, warum? Warum läuft das jetzt so instabil? Sonst war da alles auch so eingestellt. Können ja mal einfach mal schnell alles auf. Ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Ich hoffe, es wird jetzt einfach mal besser. Ansonsten. Aber das kann doch jetzt nicht einfach daran liegen. Qualität, Ultraqualität, automatisch aus. Performance war ja eingestellt. Ach, jetzt mal ehrlich. Ob es jetzt da rein liegt. Ne, im Gegenteil, sieht jetzt irgendwie. Sieht ja noch schrecklich aus. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier los ist. Tatsächlich. Ach Mensch, das ist doch alles schon wieder lustig hier. Wie gesagt, so viel war da eigentlich gar nicht jetzt auf Ultra gesetzt. Naja. Warum auch immer, geht's jetzt wieder. Ich möchte es jetzt einfach nicht beschreien und nehme es jetzt einfach mal so hin. Vorratsbox. Das war alles. Dann lagern wir mal alles ein. Vielleicht war es jetzt einfach nur irgendein anderer Fehler. Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt einfach mal nur hoffen, dass es dabei bleibt. Und weiß jetzt nicht genau, was da los war. Aber Hardware ist halt manchmal auch ein bisschen eigensinnig und komisch. Ich würde vorschlagen, wir fahren auf jeden Fall erstmal hier lang. Hier stramm. Natürlich. Den Ader-Tanklaster. Aber abbauen aus einer Stalltür bringt jetzt eigentlich nicht viel. Deswegen würde ich vorschlagen, fahren wir einfach weiter. Nee, wir hätten. Wir hätten auf jeden Fall. Nach hier müssen wir.
kann mich nicht mehr dran erinnern, was wir machen sollten. Aber ich glaube, wir sollten die Dinger abfahren. Warte mal, steht da noch hier irgendwas? Ich will mal kurz. Einmal zack und Aufträge. Darf ich auch irgendwas nachlesen, außer kehre nach Serum zurück? Anscheinend nicht. Na dann. Dann weiß ich es leider auch nicht. Aber ich dachte, es hätte irgendwas mit den Dingern zu tun gehabt, mit den Funkstationen. Ist ja auch schon ein wenig her, dass ich das letzte Mal gemacht hatte. Eigentlich sind das Funkstationen? Eigentlich wäre da eine Funkstation. Heißt, rein theoretisch müsste irgendwo eine Funkstation sein. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber gut. Ja, ist auf jeden Fall was richtig was los. Haben wir die Anomalie hier schon gescannt? Den Dosenöffner. Nö, aber jetzt haben wir ihn. Steinschlag. Gibt's hier denn irgendwo was noch zu holen? Hier ist ja gar nichts drin. Ah, doch hier. Ja, okay, komm. Können wir alles einpacken und mitnehmen. Und das auch hier einlagern. Ich weiß gar nicht, weil wir jetzt können, wir dürfen da unten ja noch nicht hin. Ich würde erstmal vorschlagen, wir holen uns erstmal die stabilen Anker. Oh, da unten kommt ein Sturm. Das ist auch richtig gut. Hui, da steht unser Auto aber auch sehr gefährlich. Habe ich wieder mal einwandfrei geparkt. So, da heißen wir fahren genauer noch drauf zu. Ich weiß ja nicht. Ist nicht ganz so gut. Das wäre jetzt halt ein Rückkehrportal, aber... Ja, wobei es zieht ziemlich genau einfach da weiter. Wenn sich das jetzt nicht dreht, also nicht in unsere Richtung dreht. Ja, never mind. Holen uns mal ganz fix.
Wir sollten dann auf jeden Fall einfach mal schauen. Müssen wir vielleicht mal rumdrehen. Mal hier so weiterfahren. Doch nochmal zu den zwei Stationen da oben fahren. Weil ich dachte nämlich, jetzt ist das nämlich da. Müssen wir hoffen, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit das abkriegen. Weil das ist ja nämlich auch nicht ganz so gut. Ich dachte nämlich, hier wäre was mit den Funkstationen gewesen. Dass wir dann das irgendwie freischalten konnten. Aber wie gesagt, so richtig ganz genau weiß ich es leider auch nicht mehr. Das Problem ist, das Gelbe ist genau natürlich jetzt bei den anderen Stationen da auch. Mensch, das ist irgendwie... Ist natürlich alles andere als gut. Ja, jetzt aktuell verzieht sich's. Baupläne ist ja alles gut, aber... Hier müssen wir hin. Hohe Instabilität, da ist genau dasselbe. Ach so. Ich habe einen Fehler bei der Routenplanung gemacht. Wir kommen ja gar nicht hin. Heißt, wir müssen auf jeden Fall ein Portal verknüpfen. Ich verstehe. Alles klar. Ja. Nun. Das ist auch mal wieder schön. Das läuft ja einwandfrei. Ich dachte eigentlich, das wäre die richtige Route gewesen. Aber das würde erklären, warum da eigentlich noch komplett zu ist. Ach mein Gott, ey. Das war nicht ganz so gut. Naja, komm, dann kehren wir halt schnell mal zu Hause zurück. Und, ja. Mein Gott. Kuckuck, wir sind wieder zu Hause. I'm marginally impressed. Not bad, newbie. Ja, Das ging ja dann doch fix. Aber, ja. Können wir ja eigentlich drin lassen. Wir starten auf jeden Fall jetzt direkt mal gleich die Richtung. Ah, das... Doch, eigentlich... By regular standards, I'm about 10 miles west of you. In zone terms, consider me on another planet. There's a valley of perpetual instability enclosing my corner of the zone, and yes, I chose to live here for that exact reason. Leave an old woman in peace. Das Ding ist, wir kommen da gar nicht irgendwie... Ach hier, doch, da. Ach, wir dürfen jetzt direkt dahin fahren. Na, wenn das so ist. Ja, na dann. Egal. Wie viele Reparaturkits haben wir noch? 2. Also 1,5 eher. Wir haben keine Stahlbleche mehr. Was soll ich jetzt gucken? Ach, Reparaturkits. Anleger-Kit könnte man ja auch noch eins herstellen. Nappdicht-Kit sehe ich jetzt aber auch nochmal. So. Sieht gut aus, denke ich. Aber 2 Mechaniker-Kits, ein Abdicht-Kit und 3 Reparatur-Kits, einmal Starthilfe. Im Fall eines Falles, wir müssen damit irgendwas machen. Gut, nichtsdestotrotz, ja, wir haben also mal wieder eine weitere Folge verschwendet. Ach, mehr oder weniger. Bedanke ich mich erstmal hier recht herzlich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge beginnen wir dann wirklich nach Serum aufzubrechen. Und dementsprechend würde ich mich auch freuen,
wenn ihr da das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.